Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Filmbesprechung. Heute soll es gehen um Bodies, 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 den neuesten Hit, Fragezeichen, von A24, in dem sich diese Produktionsfirma einmal auf die Spuren eines so typischen Slashers begibt und einmal schaut, was man jetzt daraus machen kann. Denn wir wissen ja, A24 steht ja dafür, bekannte Genres gerne mal so ein bisschen auf den Kopf zu stellen und gerne mal ein bisschen anders zu interpretieren. Und da hat man jetzt tatsächlich auch eine Möglichkeit gefunden, das auch eben in diesem sehr speziellen Genre zu tun. Vorneweg, das ist ein Film, der sehr mit einem sehr eigenartigen Konzept daherkommt, aber durchaus für Genrefans vor allem so den ein oder anderen Curveball bereithalten dürfte. Also, ist eine Horrorkomödie von Halina Rain heißt den und hat heuer im März 2022 beim South by Southwest Festival seine Premiere gefeiert und bekommt jetzt also ein paar Monate später, am 27. Oktober genauer gesagt, bei uns auch in unseren Breiten einen Kinostart. Und das ist eine schöne Sache, denn normalerweise ist es jetzt so ein typisches Geschichtchen, gerade in der heutigen Zeit, wo man sagt, naja, der wäre eigentlich gar nicht auf einer Streaming-Plattform gar nicht so schlecht aufbewahrt wahrscheinlich. Umso schöner, dass es für diesen Film einen Kinostart gibt, denn ich glaube, der Film wird sehr, sehr, sehr davon profitieren. Es ist nur die Frage, ob der ein gutes Publikum findet. Aber schauen wir mal, worum geht's denn überhaupt in Bodies, Bodies, Bodies? Wir begegnen in diesem Film der Sophie. Sie hat eine neue Freundin, die Bee. Man weiß eigentlich relativ wenig von ihnen, außer dass sie sich eben relativ frisch kennengelernt haben und sind jetzt tatsächlich gemeinsam mit dem Auto unterwegs zu einer Party. Und die Party gibt der David, das ist eben ein Freund von der Sophie, eigentlich ihr bester Freund. Und dessen Familie besitzt ein Riesenanwesen am Waldrand, die sind allerdings nicht da, der hat sturmfrei und somit ist es jetzt also an der Zeit, einmal richtig schön knallen zu lassen dort. Die Bee ist relativ nervös, weil sie eben das erste Mal den Freundeskreis von der Sophie wirklich kennenlernen soll und die sind schon ein bisschen speziell, wenn man die dann anschaut. Eben, der David ist vor Ort und dessen Freundin, die Emma, plus Jordan und Alice. Die Alice hat einen eigenen Podcast und hat ihren Freund, eben den Greg, über Tinder kennengelernt, tatsächlich. Also die kennen sich über Tinder, der ist ein bisschen älter wie sie, also ein bisschen, eigentlich schon recht viel. Und jetzt geht es eben darum, sich einmal kennenzulernen und die Party einmal laufen zu lassen. Und man merkt schon bei der ersten Begegnung, da gibt es gewisse Spannungen zwischen den jungen Menschen, die sich dann auch immer weiter aufhetzen, ja, weil da sind offensichtlich gewisse Dinge passiert in der Vergangenheit, die wir zuerst nicht so wissen und dann nach der Reihe kommen die so raus und dann hat jemand auf der Party eine Idee. Man könnte doch das beliebte, unter dem Freundeskreis beliebte Spiel Bodies, Bodies, Bodies spielen. Das ist so ähnlich wie Werwolf. Das heißt, es wird das Licht gelöscht und einer wird zum Mörder bestimmt, vorher mit per Losentscheid. Und der muss dann in der Dunkelheit jemanden auf die Schulter klopfen, der ist quasi ermordet, muss sich dann auf den Boden legen, tot spielen und dann geht es eben darum, den Mörder herauszufinden. Wer ist denn der Mörder? So. Und das Problem ist, dass da dann tatsächlich eine Leiche auftaucht unter denen. Und dann geht es aber richtig los. Denn dann geht es ja tatsächlich um Leben und Tod. Und dann geht es darum, wer ist denn das? Also wer, gell? Und somit spielt A24 so ihre ganz eigene Version von Among Us wahrscheinlich. So habe ich mir das so, also nicht nur ich, ganz, ganz viele haben das so gesehen. Und das ist auch sehr valide, dass man das so sieht. Was A24 da wieder exzellent gelingt, ist Erwartungshaltungen gekonnt untergraben. Denn wenn man das jetzt so hört, dann hat man ja einen Film vor dem inneren Auge, so wie der auch ausschauen sollte. Also, da könnte man sich jetzt herstellen und sagen, naja, das wird halt sowas wie Ready or Not sein. Also, es ist ein wunderbares Slasher-Fest mit ganz viel und viel Spaß vor allem. Und A24 macht aber dann ganz was Eigenes daraus. Da gibt es einen ganz eigenen Spin drauf. Statt nämlich, dass das zu einem wirklichen Schlachtfest wird, zu dem es hätte werden können, also es wären ja eigentlich alle Ingredienzien vorhanden, gibt es da tatsächlich für mich persönlich eine sehr intelligente, eine sehr faszinierende und teilweise echt verdammt lustige Aneinanderreihung und von Momenten, die sich mit Jugendkultur auseinandersetzen. Mit Jugendkultur, mit Social Media und vor allem, und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, mit Werten und Idealen von der porträtierten Generation.
Denn es ist im Grunde auch recht bitterböse Abrechnung mit der Generation Z, mit Dingen, die dort so wichtig sind und wo eben der Fokus liegt in der, im Alltagsgebaren. Ich würde dem Film einmal freundlich, also ich bin dem freundlich gesonnen und sage einfach, der ist ganz sicher so gemeint, als wirkliche satirische Überspitzung. Und weil wenn es nicht so wäre, wäre es blöd. Aber so habe ich das gekauft. Also in den Konversationen, die so führen. Man merkt teilweise die Moralvorstellungen sehr interessant, aber das Vokabular sitzt immer. Also da werden mit den Incels und den Snowflakes nur so herumgeschmissen und jeder triggert jeden und so. Das ist schon relativ witzig. Dabei geht der Film aber relativ ungewöhnliche Wege in der Inszenierung selber und im Aufbau des Mysteries. Da geht es jetzt weniger darum, wirklich dann tatsächlich irgendeine Art von Whodunit-Geschichte aufzubauen, sondern es geht darum, die Charaktere anhand der Konversationen zu entlarven und die richtig auf ein Pedestal zu stellen und sagen, ja, aber come on, so wie du die jetzt verhaltest, gell? Und das Ganze inszeniert als relativ Spaß, der ist wirklich witzig zwischendurch, der Film. Spaßige Mördersuche, an den richtigen Stellen zieht man dann auch richtig schön an. Wer da jetzt ins Gras beißt, kann man relativ, also wenn man dann den einen oder anderen Film schon gesehen hat, ist es tatsächlich relativ klar, wer es ist und woher das Ganze kommt. Das stimmt schon. Und natürlich ist das gerade im heurigen Kinojahr nicht der stärkste Slasher-Film. Das muss man sagen. Die Medaille gebührt anderen Filmen heuer. Tatsächlich muss ich aber sagen, es ist eine sehr erfrischende Neuerung in der Erzählung und in dem Genre, woher das so kommt. Denn das ist kein traditioneller Slasher. Das ist ganz was anderes. Der Fokus auf die Dialoge, ganz eindeutig, nicht auf irgendwelche anderen Spielereien oder Spannung oder so, sondern da geht es eindeutig um das, was die da von sich geben und wie sich die so präsentieren. Und die dazu passende Inszenierung, die nämlich immer sehr, sehr knapp an den Leuten dran ist, das ist einfach ein verdammt cooler Film, finde ich persönlich. Ja? Man muss auf jeden Fall noch über die audiovisuelle Komponente in diesem Film sprechen, meiner Meinung nach, denn da ist ganz eindeutig nicht geklotzt, sondern da ist eindeutig geklotzt worden, nicht gekleckert, so dass ich es hinkriege. Der Film spielt sehr viel im Dunkeln. Dementsprechend muss man es natürlich auch als Stilmittel einsetzen und das hat man hier getan. Hat man sehr gekonnt ausgenutzt, genauso wie alles, was Neonfarben trägt. Das wird nämlich auch wichtig, die Art und Weise, wie die gewisse Dinge tragen und wie gewisse Drinks ausschauen. So, das wird wunderbar schön eingesetzt, sorgt für Orientierung und was ganz komisch ist, was mir so aufgefallen ist, für einen Film, der doch sehr viel über eine ganze Generation zu sagen hat und über den The Way to Live. Ich finde das Kostümdesign super in dem Film. Also das ist nämlich auch nicht so leicht. Gerade weil man so eine gewisse Vorstellung davon hat, wie das aussehen sollte und man ja dann auch im Rahmen des Kostümdesigns ein bisschen limitiert ist, wenn es um gewisse Brands geht, da finde ich das aber echt cool gelöst. Muss ich echt sagen, das hat mir echt gefallen. Und gerade im Vergleich mit dem traditionellen Slasher ist mir schon aufgefallen, dass es relativ wenige klassische Rollenverteilungen gibt. Wir kennen das ja aus dem Slasher-Genre. Da gibt es dann den Todel und die Scream Queen und den und den und das. Also jeder, der Slasher schaut, weiß ganz genau, du bist jetzt der, du bist der, du bist der. Das ist alles klar. Das gibt es hier nicht. Gerade deswegen, weil gewisse Motive innerhalb von einem Dialog wechseln. Weil es eben so ist. Ja? Weil man sich dann eben gewisse Bedürfnisse über andere stellt in der Diskussion. Das Problem, also es ist kein Problem. Aber es könnte eine sein. Da leite ich jetzt gleich über zu der anderen Seite der Medaille. Ich denke, für einige Leute könnte das Problem sein, dass das alles einfach ganz, ganz groß ist und das passt ja auch in den Kontext des Films. Aber wir haben es hier in den Rollen und in den Protagonistinnen durchwegs mit relativ egoistischen Ich-AGs zu tun, die in erster Linie auf ihr Wohlbefinden schauen. Könnte man jetzt wieder sagen, es ist aber böse, gell? Das ist auch böse. Die oberflächlich so tun, als wenn, oh, Harmonie ist aber das Allerwichtigste, aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist schon das, was ich eigentlich will, das allerdings, also es steht ganz drüber. Das könnte jetzt für viele Leute auf Kosten der Identifikation gehen. Das verstehe ich auch.
Ich habe es aber cool gefunden, weil das eben in solchen Filmen eigentlich nicht so passiert. Normalerweise gibt es eben diese klassische Rollenverteilung, du bist der, du bist der, du bist der. Das gibt es da nicht und das finde ich super. Kann es aber verstehen, wenn man dann sagt, naja, aber dann ist mir relativ viel wurscht, was da passiert, weil ich ja mit Khan so wirklich mir identifizieren kann. Könnte sein. Die Wahrheit tut halt manchmal weh. So, negativ. Es ist im Grunde ein Whodunit-Thriller. Ja? Zumindest möchte er sein. Satire, wie auch immer. Das Problem ist, durch das, dass eben so viel Fokus auf dieser satirischen Überspitzung liegt, ist jetzt die Auflösung und die Inszenierung dieses Whodunit-Geschichtel nicht annähernd so clever, wie es hätte sein können. Gell? Das ist jetzt auch nicht die Ober-Revelation und das ist ja, also das kennt man, da gibt es viel, viel Besseres in dem Segment. Das ist aber auch nicht die Kernkompetenz von dem Film, das muss man jetzt auch ganz fairerweise dazu sagen. Wenn ihr eher auf das klassische Whodunit schaut, dann schaut lieber Knives Out. Sowas. Ja? Das ist jetzt nicht euer Film noch. Das ist eine Satire. Und als solche funktioniert Bodies, Bodies, Bodies wirklich echt fein. Ich war sehr überrascht von dem Film, denn ich hatte wirklich große, große Furcht, dass mich das schon relativ schnell nerven wird. War aber nicht so. Die schauspielerischen Leistungen sind durch die Bank exzellent, vor allem unsere, die Darstellerin von der Sophie, die Amanda Stenberg, die hat da wirklich herausgeholt, die macht einen exzellenten Job. Maria Bakalova sowieso. Der heimliche Star ist Pete Davidson, Kel Surprise. Ja, der hat halt einfach eine Ausstrahlung. Ich weiß nicht, woher es kommt und ich weiß wirklich nicht, warum. Denn er ist Pete Davidson, das ist jetzt, gell, brauche ich nichts dazu sagen. Aber irgendwas hat der Kerl. Und das ist echt spannend. Wirklich ein spannender Film, der mich echt gut erwischt hat. Bodies, Bodies, Bodies bekommt von mir auf meiner 10-pünktigen Skala echt starke 8 von 10 Punkten. Ist somit eine richtig starke Empfehlung. Vor allem bin ich gespannt, wie der im Kino funktionieren wird. Also, wenn der in eurer Nähe läuft, dann bitte rein damit. Rein, schauen. Das ist auf jeden Fall echt eine spannende Auseinandersetzung mit dem Slasher-Genre, mit der satirischen Überhöhung von gewissen Dingen. Das passt schon so. Vorausgesetzt, wenn man sich in der Altersgruppe befindet und sich den Film anschaut, ist es schon ganz wichtig und ganz gut, wenn man ein bisschen über sich selber lachen kann. Das ist, glaube ich, auch die Grundvoraussetzung. Sonst wird der Film nicht funktionieren. Aber wenn man dieses Element mitbringt, dann glaube ich, hat man einen schönen Filmabend vor sich. Und damit darf ich mich auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.